Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich etwas zum Thema Seilspringen für euch vorbereitet. Und zwar, wie ihr eure Leistung verbessern könnt. Kommen wir zur korrekten Technik. Es ist wichtig, dass eure Ellbogen relativ nah am Körper liegen. Dazu kommt die Bewegung hauptsächlich aus dem Hand- und Ellbogengelenk und nicht irgendwie aus der Schulter, sondern es entstehen hier kleine Kreise. Dazu müsst ihr nicht unbedingt sonderlich hoch springen und eure Knie anziehen. Es reicht, wenn ihr leicht in die Knie geht und nur auf dem Fußbein ganz bisschen hoch springt. Ihr könnt auch vorher noch eine Trockenübung machen. Das heißt, ihr springt und dazu könnt ihr Seilbewegungen einfach mit euren Händen nachmachen, um in den Rhythmus zu kommen. Und dann könnt ihr natürlich das Seil dazu nehmen. Kurz bevor ihr über das Seil springt, kommt das Seil ganz leicht auf dem Boden auf. So könnt ihr kontrollieren, ob ihr das Seil gut schwingt. Hört ihr das leichte Klang? Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.